Ja, bin ich wieder. Ja, ich hatte wieder dasselbe Problem gehabt mit dem Mikrofon. Und zwar war es wieder zu leise. Jetzt habe ich wieder laut gemacht. Sorry nochmal, dass eventuell nicht wieder gelöst habe, das Problem. Ich habe mein Pokémon ein bisschen trainiert. Mein Morabel ist jetzt auf Level 29 hochgestiegen. Ja, Pokémon sei Dank, die ich da reingebaut habe. Obwohl sie sehr, sehr selten aufgetaucht sind, Mann. Ja. Wie kommst du, dass ich so schnell auf Level 29 gekommen bin? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich gecheatet oder ich habe einfach den Speed des Emulators so schnell erhöht. Weil wenn ich Kamtas ausschalte, dann wird es noch schneller. Ich habe das letztere getan, und zwar den Speed erhöht, und zwar aufs... Ja, ich sag mal so auf 1000er Bereich. Also es ist zwar nicht ganz auf 1000 gegangen, aber es ist auf jeden Fall so schnell, dass ich dann einen Zeitraffer trainieren konnte, so dass ich dann schnell auf Level 29 gekommen bin. So, genug geredet, jetzt wollen wir hier weiter kommen. Und zwar befindet sich hier eine Seilbahn. Aber ein paar Leute von Team Magma blockieren diesen Weg. Wir sehen mal den Idioten mit Heuschnupfen. Und ich weiß, ich habe in feurigen Pfad, und zwar ist die Höhle links neben mir, da wo wir jetzt auch gleich reingehen, habe ich Glutexo und die Gelava reingebaut. Ich hoffe, ich finde die. Kann sein, dass sie aber auch sehr selten sind. So, jetzt gehen wir einfach mal in den feurigen Pfad rein. Mal schauen. Auf jeden Fall die ganz normalen Pokémon wie Macholo, Kuchtel, Kamop und so ein Schrott, die sind immer noch hier. Hier kann ich stärker einsetzen, aber will ich nicht. Smuggern ist dabei. Ich werde es mir nicht fangen. So, bin ich wieder draußen. Ich glaube, hier wird gar nichts geändert. Ja, super, ich wollte kämpfen. Mal gucken, die auf ausgerechnet jetzt weg. Ja. Und zack. Auch schon lange her, dass ich das letzte Mal die Smart-Edition gezockt habe. Ich hab die auch selbst, aber. Schon lange nicht mehr gezockt. Ich habe mit GTA beschäftigt. Sieh mal, auch alle Pokémon hier, alle. Das sind noch keine Gegner. Ja, die Ruckzuck-Keep-Attacke. Was soll ich denn dafür verlernen? Schnabel oder Kratzer? Was? Ja, okay, ich tu mal die Kratzer-Attacke mal wegmachen. Und da habe ich diesen Kampf auch für mich entschieden. Die Beeren sammle ich jetzt mal nicht ein. So. Was ist ein Nass-Trainer? Mit dem Namen Pascal. Es gibt einen Pascal, der ist ein Hurensohn. Ja, das steht in meinem Channel. Aber den besiegen wir erstmal. Weimar. Lass mal meinen Morabel draußen. Moby Dick muss besiegt werden. Es kommt Greenpeace vorbei. Versucht Weimar dort einzufangen. Mit dem Krallball. Ich versuch's mit Schwabini jetzt mal. Schwabini habe ich nicht trainiert. Oh, das könnte schwer werden. Oder doch nicht? Nö. So. Schwabini hat gute Arbeit geleistet. Hat sogar schon ein Level-Up erhalten. Und wir haben Pascal besiegt.
Möchte gern Bushido. Und nur jetzt habe ich noch einen Poké-Navigator. Ja, und das ist einer, der gibt mir eine TM, und zwar heißt es Geheimpower. In der Attacke kann ich mir eine Geheimbasis errichten. Wie zum Beispiel hier in diesem Baum. Aber, ach, was willst du noch? Piss dich. Ja, hier, die Geheimbasis. Kann man hier in Bäumen reinmachen oder an einigen Wänden, wo es solche komischen Symbole gibt. Gehen wir mal hier in dieses Haus rein, weil da ist nämlich eine alte Dame. Wenn wir sie ansprechen, dann können wir uns heilen lassen. Pokémon Center Farm. So, jetzt gehen wir in den Aschefeld rein, nachdem wir diese Asttrainerin besiegt haben. Alles in Topspeed. Okay, ist auch nicht sofort Topspeed, aber schnell. Tausch mal schnell zu Chickwing. Ja, das war scheiße. Besser war es wieder zurück zu Murabel. Ja, ja. Astrainer, die heilen auch gerne. Aber das hat nichts genützt. Roselia, da klar, dann kommt Chickwing gerne rein. Roselia mit Giftdorn ausgestattet. Deshalb habe ich nicht mit Schnabel angegriffen. Ich kann Bock, jetzt vergiftet zu werden. Ich könnte zwar theoretisch wieder zurück zu der Oma gehen, aber ich bin dazu zu faul. So. So, Aschfeld. Mein Schneckmack. Will ich nicht. Will ich auch nicht. Es ist immer noch ein Schneckmack. Ich habe ein bisschen die Anzahl an Panzeron hier erhöht. Ich hoffe, es taucht auch mal einen auf. Das Knackleon wurde besiegt. Noch schwach, aber wenn es die Walter wird, dann nicht mehr. Und dieses Pokémon hasse ich. Pandir. Das ist das unlogste Pokémon, was ich gesehen habe. Wie kann es dort sehen mit seinen kringeligen Augen oder was das sein soll? Schirmdame. Sexy, sexy. Aber auch die ist die Gegnerin. Ich muss mich nicht vor der zurückhalten. Ja. Ja, super. Komm unter meinen Schirm und lass uns eine bumsen. Ja, das ist eine der Einkerbungen in den Wänden, wo wir uns auch eine Geheimbasis eröffnen können. Vielleicht mache ich das in einem Video. Aber ich habe ja nicht so viele Sachen, was ich da reinstellen kann. Schon nicht meine Puppe. So, die Kämpfe gehen jetzt nach Fließbandgeschwindigkeit sehr schnell vorbei. Bodycheck, ja. Könnte eventuell nützlich sein. Eventuell sage ich da nur. So. Oh, schon wieder ein Pandir. Oh, ich glaube, ich muss den Raum nochmal weiter editieren. Ich glaube, die ist nicht ganz so gut geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich gehe mal schnell ins Haus rein, weil ich möchte mir was holen, und zwar eine Aschetasche. Und zwar, wie ihr sehen könnt, diese Gräser hier sind alle mit Asche bedeckt. Und wenn ich durch diese Gräser laufe, dann halte ich Asche. Und diese Asche kann dieser Mann hier benutzen, um mir eine Flöte herzustellen. Und zwar ganz verschiedene Flöten, die haben alle eine unterschiedliche Wirkung. Ich weiß jetzt nicht genau, was welche können.
Ich würde mal sagen, ich mache noch einen Kampf gegen diesen Ninja-Jungen hier. Und dann beende ich das Video. Und guck mal, was ich noch so alles machen könnte mit den Editieren. So, Smoggern. Und noch eins Smoggern. Und das letzte Smoggern. So, da bin ich noch rechtzeitig fertig geworden. Und, ich sag dann mal ciao und bis zum nächsten Part. Ich hoffe dann, so ist jetzt, mit einem besseren editierten Smaragd-Edition.